Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Season 2 mit dem Alex. Hallo Leute, was geht? Und mit mir natürlich. Immer. So, what the fuck, Alter. Okay, Alter. Ich baue hier gerade übelst ab. Ich baue hier gerade übrigens nach oben den Weg noch ein bisschen weiter. Also quasi die Decke ab, um dann gleich hier Treppen für zu machen. Zack. Gleich mal diese Höhle aus, dass da nichts rausläuft. Lalala. Ich baue das jetzt irgendwie ab, nicht so schön einsammäßig, sondern einfach so, wie ich gerade nach oben laufe. Ist ja auch scheißegal, im Endeffekt. Hauptsache, man stößt die Spieler den Kopf nicht mehr. Wenn es dann noch an ein paar Stellen noch ein Tick höher ist, ist ja auch egal. Noch eine Kuh. Die Kuh wird sterben. Ja, aber hier ist es ein bisschen. Die Kuh wird auch sterben. Oh. Hier haben wir wieder ein Problem. Hier muss ich wieder eins nach vorne versetzen dann. Habe ich Cobblestone? Ich habe gerade viel Cobblestone weggeschmissen nach dem Farmen. Das merke ich gerade. Okay, erstmal wieder. Sattel haben wir nicht, gell? Doch, haben wir. Da habe ich einen Esel, den ich hier gerade. Der ist hier in der einen Truhe. Hier. Untere Truhe. Ich habe nämlich einen geilen Dings geschwängert. Was? Ein Esel. Gezähmt. Esel. Hatte Herzen, ja. Du kannst ihm auch eine Kiste aufsetzen, ne? Ja, aber ich weiß nicht mehr, welcher von den beiden hier der rumgammelt wird, das war. Mal gucken. So. Ja, war das easy. So, das kann ich nicht reiten. Wir haben auch noch übertrieben, glaube ich, Diamantrüstung und sowas. Esel. Aber ich glaube, Diamantrüstungen sind, glaube ich, nur für Pferde, ne? Ja, die kann keine Rüstung. Oder Rüstung, halt. Pferderüstung. Er ist eine Donkey. Pferderüstung. Donkey heißt Esel? Ja, klar. Was glaubst du, wie selbst auf den Namen heißt? Donkey heißt doch Affe. Nee, das stimmt, Affe, oder? Ja, keine Ahnung. Donkey Kong ist ein Affe. Ja, stimmt, ja. Ach, keine Ahnung, Alter. Wieso fragst du? Weil, wenn ich E drücke, steht hier Donkey. Keine Ahnung. Nee, Donkey heißt Esel. D-Onkey heißt Esel. Das heißt Monkey mit M. Stimmt. Ja. Stimmt, aber dann Donkey Kong? Ja, und Sepp heißt doch auch Donkey. Also ja, ist Sepp auch ein Esel. Aber wieso heißt der Typ dann in dem Spiel Donkey Kong, Mann? Keine Ahnung. Vielleicht der Affenkönig. Affenkönig, Alex. Nee, nicht dein Affenkönig, Ernst? Sondern Eselkönig. Heißt das nicht Donkey Kong und nicht Donkey Kong? Ach, keine Ahnung. Donkey Kong. Ach, keine Ahnung. Ich bin dumm. Jo, egal. Lass uns darauf einigen. Alex ist ein kleiner Motherfucker. Motherfucker! Was mache ich jetzt mit dem Esel? Wir haben keine Leine, verdammt. Ja, wir bräuchten ja endlich Slimeballs für die Leinen. Da könnten wir so viele Leinen machen. Die Leinen, Alter. Ja, heißen halt Leinen. Dann werde ich ihn erstmal jetzt hier zu den Dings, zu den Villagern machen. Ebodarianern. Oh, toll, das kriegt sich. Ja, nein, no, kann er. Können Esel denn auch allein springen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber die können nicht über diesen Steinzaun da drüber klettern. Ich hoffe nicht. Weil das ist hier erstmal drin. Weil ansonsten woanders habe ich, kann ich den irgendwie nicht. Beobachte den jetzt mal. Was er macht. Alles klar. Ich setze hier gerade die Treppen rein. Ohne Scheiß, dann wieder eine. Erstmal mega ungewohnt ist hier in der neuen Welt, erstmal sich zurechtzufinden. Wieso? Ist halt eine neue Welt, ja. Ja, und dann alles neu zu erkunden. Ja, man muss ja wieder den ganzen Standard-Scheiß machen, wie so einen Weg annehmen. Tschüss, Alter, Alex, guck das mal an. Was hier denn? Komm mal her. An den Rand. Jetzt guck mal, wie ich hochlaufe. Guck mal. Niu. Ja, und das war doch vorher auch schon so. Nein, nicht mal im Ansatz so schnell. Bist du so, wie ich jetzt runterlaufe, bist du... Oh nein, scheiße. Setz mal bitte kurz die Treppe. Ich komme noch nicht mal hoch. So. Nee, jetzt sprintest du, gehst aber mega schnell nach oben. Ja, ist doch vorher. Also es fühlt sich jetzt nicht schneller an. Doch, hundertprozentig. Aber irgendwie fühlt sich runter viel langsamer an als hoch. Kommt mir jedenfalls zuvor. Das war doch gefühlt schon immer so. Ja. Wie tief einfach jetzt die Fackeln sitzen, weil ich jetzt alles eins da unten nochmal ziehe.
Wie kann man denn erst nochmal eine Truhe aufsetzen? Einfach rechtsklicken. Nee, ich glaube im Inventar, einfach Inventar, einfach E drücken und dann aufsetzen. Oder rechtsklick auf seinen Rücken. Geht, könnte auch sein. Ich habe immer gedacht, er kann aber nur eine tragen. Ja, er kann auch nur eine tragen, mehr geht nicht. Ja, aber jetzt hat er eine. Ja, ja, nur eine, mehr geht nicht. Nice, mit dem Esel, du kannst ja dann auch noch einen zählen, wenn du willst. Jo. Ist ja egal, weil bei den Tieren kann ich doch auch deinen benutzen, oder? Ja, klar, oder? Nee, nein. Weiß ich gar nicht. Du musst ihn ja auch zähmen. Ja, du musst es den überhaupt erst zähmen, aber nicht unbedingt für dich zähmen, sondern einfach so zähmen, dass er halt erstmal überhaupt Bock hat, überhaupt irgendeinen Menschen auf sich zu haben. Wo sag ich denn Hund? In meinem Haus, wie immer. Wo denn da? Im Lager. Hinten, vor der Lagereingangstür. Ja. Ich nehme meine Hunde auch mal mit ans Lager, an die Tür. Kommt ihr Fotzen. Ja, die haben beide schon Nametag, ne, bei dir. Ja, klar. Außerdem kannst du ja gucken, wenn du da nicht richtig rechtsklicken kannst. Ah, stimmt, ja. Da kann ich dir was zu essen geben? Ja, kann ich. So. Okay, ja. Treppe ist fertig. Easy. So, das Wichtige bei einer Treppe, oder das Geile daran ist halt auch, du verbrauchst halt bei einer Treppe keinen Hunger. Im Gegensatz zu, wenn du halt jetzt mit dem Auto-Jump da hochlaufen würdest, würdest du halt trotzdem Essen verbrauchen. Oh, schon wieder dunkel. Geil. Oh, wie Federn wäre ich. Ich guck mal direkt nach den Dingern hier gerade. Oh, die sind alle schon hochgewachsen. Wohl, es sind nur zwei hochgewachsen. Hier. Alter, der Baum hier nervt, den muss ich gleich mal fällen. Da können die ja gar nicht drei hoch werden hier. Alter, hier muss man gleich mal so viele Bäume fällen an dem Ding. Weil die hoch rennen. Die hindern die Zuckerrohr am Wachsen, das ist nicht gut. Und 1-1. Läuft. Da macht Russland in der 90. Minute das 1-2. Du hast für England oder für Russland getippt? Ich habe auf England getippt, 3-1. Jetzt ist 1-1, Alter. Fuck! Ich bin für Russland. Ich bin immer froh, wenn England... Ja, schon, aber ich habe realistisch gedacht. Getippt. Realistisch, ey. Engländer können nichts, das ist realistisch. Ah, die haben uns im Testspiel fertig gemacht. Was? Wo? Wo haben die uns fertig gemacht? Testspiel haben uns fertig gemacht und zwar richtig. In dem Testspiel, wir sind Deutschland, Mann. Wir sind Turniermannschaft, ey. Fuck auf Testspiel, Alter. Aber England ist genau umgekehrt. Die sind nämlich in dem Turnierscheiß immer. Das ist ein viel größeres Problem. Erstmal abwarten. Ja, England wird eh verkacken. Bitte ausscheiden in der Vorrunde. Genau. In Deutschland. Ach so, ja. Morgen. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Wäre zu geil. Also okay. Direkt nach dem WM, EM noch. Machen wir jetzt die EM gewinnen. Naja. Spanien hat es 2008 gemacht. 2012 haben sie den Titel verteidigt. Ja, könnte auch sein, dass Spanien jetzt verteidigt dieses Jahr. So. Okay, jetzt haben wir wenigstens einmal komplett um den Teich rum, habe ich alles mit Dings gemacht. Alles mit Zuckerrohr, irgendwie zwei Stacks Zuckerrohr angebaut. Das ist schon mal gut. Ja, Jihad, Alter. In dem Tor. Alter, der Typ im Ernst. Ich hasse den. Wegen dem macht FIFA keinen Spaß mehr, ja. Naja, wir durchschnitten sie jetzt auch nicht mehr. Ja, ich weiß. War er aber mal. Ich hab den Tod gehasst, weil er hat einfach alles gehalten. War besser als Neuer, was total sinnlos ist. Und er ist ja immer Mann, noch. Mann, 1-1, Mann. Ist ja immer noch, oder? Jetzt muss ich kurz minimieren. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Manuel und Costa. Ich finde das voll witzig. Alle kriegen 0 Punkte. Alle haben auf England getippt. 2-0, 2-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-1, 2-1, 2-0, 3-1, 3-1, 1-0, 2-0, 2-0. Alle kriegen 0 Punkte. Bullshit, ja. Boah, die Engländer sind so schlecht, leck mich am Arsch. Du hast 2-1 jetzt für Russland, oder was? Nein, 1-1. Ach so, ja, ist ja noch aber Zeit. Aber alle haben auf Russland getippt, Mann. Auf England. Auf England getippt, alle. Läuft. Und alle kriegen 0 Punkte, dann bin ich zufrieden. Wenn keiner Punkte kriegt, bin ich zufrieden. So, mal gucken, was hier hinten abgeht. Alter. Ja, holen wir mal das hier raus. Voilà. Wir haben so fucking viele Federn, das ist unglaublich. Ich kann mir auf, wie viele Federn, Alter, ohne Spaß, das sind so viele. Ist aber geil, Pfeil, obwohl du brauchst, ich brauche ja keine Pfeile. Ja, ich brauche noch dazu. Aber dafür habe ich zwar einen OP-Bogen mit Stärke 5 und sowas, aber...
Ich habe auch Stärke 5, Schlag 2, Haltbarkeit 3, unendlich. Ich hab schon Schlag 2 und Haltbarkeit 3. Ja. Ey, ohne Scheiß, es soll bitte bei diesen neuen Villagern, die jetzt dazu kommen, bitte einer mit Manning oder Frostwalker sein. Es wird nicht, bei unserem Glück. Ja, bestimmt. Aber es wäre einfach mal wichtig und gut. Wir müssen aber noch mehr Dorfbewohner finden, Alter. Weißt du, aber anstatt einfach mal bumsen, weißt du, mal immer noch keine Baby-Villager machen. Ja, ganz am Anfang haben die das, aber jetzt einen nicht mehr, ja. Einen. Ja. Einen, die haben einmal Inzucht betrieben, Alter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Was brauchen die dafür? Googeln. Ja, keine Lust. Eigentlich wollten sie es ja schon, eigentlich sollte es trotzdem, das sollte eigentlich gehen. Aber irgendwie, das dauert auch Ewigkeiten halt einfach, bis bei denen was da passiert, ja. Google war, wie die das machen. Nee, jetzt gerade keine Lust. Jetzt gerade keine Lust. Ja, wir haben ja eh noch, Junge, das wird, ach nö, meine Maus fängt schon wieder an, so dumm rum zu nerven. So dumm zu verziehen, ey, das ist voll belastend. Das liegt irgendwie nicht an meiner Maus, sondern am PC eigentlich. Das ist, keine Ahnung warum, ey, das ist voll hässlich. Hatte ich letztens auch. Ja, es ist mega belastend. Ja. Hatte ich auch letztens. Musste ich den neu starten. Jetzt sind wir aber gerade auf noch. 20 Minuten. Da will ich jetzt nicht neu starten. So. Scheiß Skelett, Mann. Jetzt kann es mal wieder hell werden. Oder ist immer dunkel? Ja, ich weiß. Aber ich will jetzt mit den Dingern traden. Doch, ich kann auf deinen Esel. Und kann mit dem rum. Kannst du noch reiten? Ja. Bei mir backt das so. Ich sitze bei mir immer noch auf der Stelle. Ja, wow, das ist schon immer bei Pferden und Eseln so. Na, das ist meiner. Ja, ist ja gut, ich will es nur testen. Ich weiß, Digga. Das ist meiner. Digga. So, mag halt gucken. Das ist ein Ösel. Weil der Esel so hässlich ist. Oh Gott, Alter. Weil der Klubschaugen hat. Der Esel. Ja, ich habe heute in der Pressekonferenz hat Löw gesagt, Özil ist unersetzbar. Auf ihn kann man nicht verzichten. Ja und? Er spielt so gut. Ist das so oder ist das nicht so? Alter, Özil gehört mich nicht mal nach Deutschland, Mann. Weil er gewechselt ist. Was wird? Der spielt schon seit... Ja, Jahren tausend, halt. Tausend Jahren nicht mehr. Ja, ich weiß ja. Aber der ist einfach scheiße. Denn bei Deutschland kann der gar nichts. Ist halt so. Die Trainer haben sind immer Fans von irgendwelchen Spielern, die, wo normal rational denken, gar nicht versteht, warum er gut sein soll, weil das nämlich nicht ist. Holz gefallen. Wieso? Ja, Podolski ist halt alt. Weil er ihn nominiert hat. Ja, Podolski ist einfach nur alt. Und bessere Spieler. Du kannst aber nicht nur eine Mannschaft mit alten, mit jungen Leuten machen. Du brauchst nochmal ein paar so alte. Reicht Schweinsteiger nicht, der ist ja schon alt. Der Kedira. Oh, nice. Nicht nice. Alter, da ist ein Skelett mit vertautem Bogen. Einfach Spam, Alter. Du hast ja keinen. Du hast doch einen Standard. Du hast doch einen Bogen. Ich hab mal wieder in Erinnerung reingepackt. Ich fick dich jetzt. Boah. Die sind jetzt alle hier raus. Ich geh mal grad die einzelnen Häuser hier ab, ja. Was für Sniper die sind mittlerweile, die Skelette. Das ist der Hammer. Ja, sieht ganz gut aus. Die sind aber wegsnipen, ey. Geronimo! Hab ich dir eigentlich die Bücherregale geklaut? Nee, ja. Was denn? Stirbst du schon wieder? Oh, hier sind fünf Creeper, ich muss hier weg. Sechs Creeper. Ich habe eben gerade auch einen Kampf gegen mehrere gehabt. Ich muss einfach nur ein bisschen A und D machen und ein bisschen nach vorne laufen, links, rechts, dann kriegst du die Skelette auch schon. Aber du hast auch eine tausendmal schlechtere Rüstung als ich, ja. Das macht Sinn. Ich nehme die ganzen Karotten und so, was die hier anbauen mit, ganz ehrlich. Aber wir brauchen aber, wir müssen ja auch mal wieder dann anbauen. Dann. Ja, machen wir auch halt. Also, oder jetzt noch, ja. Tschüss, Bastard. Wir müssen uns mal diese... Aber das braucht wieder richtig Vorbereitungszeit von mir. Diese Felder, die man automatisch von Villagern machen lassen kann.